Ohio, Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einer Folge vom realen Irrsinn. Oh, ein Vorschlag ist das Ganze, und zwar ein Vorschlag von unserem Schildi. Das letzte Video aus seiner ersten großen Liste, die er mir in der letzten Zeit gegeben hatte. Ich habe noch eine zweite große Liste von ihm, wo noch ein paar neue, andere Videos drauf sind. Aber das ist aus der ersten Liste, die er mir geschickt hat, vorschlagsmäßig. Das letzte Video, die anderen habe ich alle schon reacted. Die letzten, die ich gemacht habe, kommen nächste Woche. Aber dieses Video, da geht es um etwas Schönes in etwas Schlimmem. Es geht ums Schwimmen. Ich schwimme auch sehr gerne. Und ich finde, das ist eine schöne Sportart. Aber Schwimmen in Fäkalien, ich weiß nicht. Wenn man in einem See schwimmt, übrigens nur mal so als kleiner Hinweis, schwimmt ihr in Fäkalien, weil da sind natürlich Mikroorganismen, Fische und so drin und die machen alle da. Ja, gut, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Wie gesagt, die Folge ist mir vorgeschlagen worden vom Schildi. Wir wechseln mal rüber in den Live-Bereich. Da sehen wir schon wieder den Zwerg. Oben seht ihr, realer Irrsinn. Schöner Schwimmen in Fäkalien. Ja, ob das dann wirklich schöner Schwimmen ist, ist so eine andere Sache. Wir gucken es uns zusammen an und sehen, was dabei wirklich der Fall ist. Diese Luft. Das Meer. Einfach wunderschön. Die Küste von Wilhelmshaven. Ja, also es ist zwei Dinge, die mir gerade auffallen. Erstens mal, wo er recht hat, hat er recht. Die Küste ist wirklich schön. Wilhelmshaven, auch eine tolle Stadt. Und das zweite, habt ihr das Lied im Hintergrund gehört? Na, was ist das für ein Lied? Ja, ich denke mal, es kann natürlich sein, dass ihr jetzt durch die Musik, die von mir vom Stream kommt, das nicht hört. Es ist Nobody. Die Titelmelodie von Nobody. Unermüdlich setzt sich einer für diese Natur ein, Umweltdezernent Jens Graul. Sein Motto, respecte la mer, achtet das Meer. Ja, und das heißt dann auch, dass wir im Meer etwas mehr auf die... Oder heißt das eher, wir sollen nicht in das Meer machen? Was natürlich auch wieder richtig wäre. Also das nicht zu machen, meine ich. Aber dafür müsste dann wahrscheinlich Toilettenhäuschen da stehen. Und das ist jetzt wieder die Frage. Also ich bin doch nicht so ganz im Thema drin. Wilhelmshaven bietet den einzigen Südstrand an der deutschen Nordseeküste. Das ist ein Privileg unserer geografischen Lage. Was? Moment, Moment. Sie will... Also, ich sag mal so, klar ist es natürlich richtig, was er da sagt, aber man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Den einzigen Südstrand an der Nordseeküste. Das kann nicht jeder von sich sagen. Was könnte einen da noch von einem Bad in der Nordsee abhalten? Das letzte Mal, als ich da reinging, da war es braune Soße, die um mich herum schwamm. Eine Slip-Einlage schwamm vorbei. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schnell ich wieder draußen war. Also das glaube ich schon. Also wenn mir das passieren würde, dann würde ich auch ganz schnell wieder rausgehen. Wobei ich mich halt frage, wieso ist sie da erst reingegangen? Weil sowas sieht man doch vorher. Könnte jetzt Möglichkeiten haben, wie das passiert ist. Entweder war in der Nähe ein Abflussrohr, was nicht so toll wäre. Oder es hat jemand was reingeschmissen oder es ist einem ein Malheur passiert. Gut, das wären dann schon drei Möglichkeiten, aber gut. Ja, das kommt häufig vor und ist ganz schnell erklärt. Wenn die Kläranlage voll ist, leitet die Stadt das ungeklärte Schmutzwasser in die Nordsee. Moment, Moment. Die leiten das ungereinigte Wasser in die Nordsee. Haben wir da nicht gerade eben was gelesen von achtet das Meer? Das ist aber nicht achten das Meer, das ist missachten des Meeres. Weil unsere Zivilisationsabfälle gehören nicht ins Meer. Hier direkt neben dem Badestrand. Und in ungeklärtem Schmutzwasser sind natürlich auch Fäkalien, klar. Also ganz ehrlich, in diesem Falle nehme ich meine Aussage vom Anfang zurück, dass Wilhelmshaven einen schönen Strand hat. Es sieht zwar schön aus, aber Augen auf beim Strandspaziergang und beim Reingehen ins Wasser. Da würde ich nicht schwimmen, definitiv nicht. Wenn die Fäkalien rauslaufen, sind die eigentlich in Gänze oder sind die gequirlt? Gute Frage. Also wenn das der Mitarbeiter vom Amt nicht weiß, ja. Sind Kolibakterien.
Gequirlte Fäkalien. Ja. Ja. Ja, was denn jetzt nun? Aber Kolibakterien sind in gequirlt und ungequirlter Fäkaliensuppe. Ich würde sagen, ein Tipp, baut doch einfach ein größeres Klärwerk. Viel intelligenter, als den Scheiß in die Natur zu pumpen. Die Stadt leitet ja nicht so oft Fäkalien in die Nordsee. Heute zum Beispiel nur 3-mal. Das wären im Jahr dann insgesamt 3-mal 300. Naja, ist ja jetzt auch egal. Na, egal ist es nicht. Und allein schon der Gedanke, da vergeht mir gerade die Lust darauf, irgendwo in der freien Natur baden zu gehen. Was natürlich schlecht ist, weil ich meinem Mann versprochen habe, dass wir dieses Jahr mal an den Waldsee fahren. Wenn die Stadt sagt, Wilhelmshaven soll Erholungsgebiet sein und dann so etwas. Das passt so ungefähr zusammen, wie wenn ich sage, wenn ich zu McDonald's gehe und ordentlich esse, werde ich nicht dick. Die Aussage stimmt nämlich ungefähr genauso. Ist eine Lüge. Wenn ich zu viel bei McDonald's esse, werde ich dick. So etwas ist doch was ganz Natürliches. Das kennen wir doch alle. Ja, klar sind Fäkalien was Natürliches und die werden auch abgebaut, aber nicht bei unserer Wohlstandsgesellschaft, die wir haben und schon gar nicht bei dem, dass es immer noch Menschen gibt, die die Aussage, entsorge eine Binde nicht in der Toilette, nicht verstehen. Das ist doch nicht gefährlich. Nein. Stimmt. Nein, das ist nicht gefährlich. Wie kommen wir nur darauf? Wieso gibt es dann immer wieder Krankheiten durch Kolibakterien verursacht? Weil sie gut sind, weil es passt. Fäkalieneinleitung an sich, ist das eigentlich gesundheitsgefährdend? Nein. Er hat jetzt nicht allen Ernstes wirklich Nein gesagt. Ich tue jetzt nicht zurückspulen, aber er hat definitiv nicht Nein gesagt. Doch hat er leider. Bei uns ist sicherlich nicht Cholera im Vordergrund. Also es wäre eher so, dass halt Leute sich eine Amöbenruhr kriegen, Salmonellenerkrankungen, Durchfallerkrankungen. Und die können auch sehr heftig sein. Es gibt da auch Krankheiten, die durchaus lebensbedrohlich sind. Ja. Deswegen kriegen ja auch ältere Menschen immer gesagt, wenn Salmonellen in den Eiern gefunden werden, auf keinen Fall essen, weil sowas kann richtig übel enden. Und zu erzählen, dass Fäkalien keine Gesundheitsgefährdung verursachen, also wie dumm muss man sein? Wie dumm! Und sowas sitzt in einem Abend, in einem Deutschen. Nun, wer das Bad in aufgelösten Fäkalien scheut, sollte einfach die Einheimischen beobachten. Wenn sie aus dem Wasser gehen, sollte man das schleunigst auch tun. Ja, gute Idee. Dann weiß man, wenn die das machen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber ganz ehrlich, wenn ich das jetzt sehe, da habe ich schon gar keine Lust, da reinzugehen. Egal, ob da Einheimische drin sind oder nicht. Die Einheimischen richten sich nach den Möwen. Wenn die Möwen im Wasser sind, dann gibt es da irgendwas. Aha, okay, gut. Ich habe schon viele Möwen gesehen, die haben da einen Fischschwarm gefunden und freuten sich über den Fischschwarm. Also wenn dann die Einheimischen immer deswegen aus dem Wasser rennen? Ja, okay. Deshalb hat Wilhelmshaven extra für die unerfahrenen Touristen ein raffiniertes Warnsystem konstruiert. Garantiert haben sie 20 Möwen an Bändchen gehängt, damit die nicht wegfliegen können. Und wenn die landen, dann sollte man raus. Entschuldigung, muss das sein. Es wird eine rote Fahne gezogen, am Badegebäude hochgezogen und dann weiß jeder, Achtung, nicht baden. Okay. Und wenn ich gerade nicht in die Richtung von dem Ding gucke, dann habe ich Pech gehabt. Finde den Fehler. Und weiß denn jeder auch warum? Das sind international übliche Signale. Ja, eben, genau das. Es sind international übliche Signale. Deswegen weiß man nicht, warum die Leute aus dem Wasser gehen sollen. Alles gut. In Wilhelmshaven. Hier ist die Natur noch natürlich, die Möwen satt und die Scheiße gequirlt. Es war eine schöne Folge. Danke, Schildi. Super. Ich weiß jetzt, wo ich meinen nächsten Urlaub nicht verbringen werde. Also nicht in Wilhelmshaven. Gut, dass ich noch keinen Urlaub geplant habe. In diesem Fall. Gut.
Das war eine schöne Folge. Aber ich kann euch eins sagen, das Ganze ist nicht nur in Wilhelmshaven so. Das ist an vielen Nordseegebieten so, dass da das passieren kann, was ihr da gesehen habt. Also Augen auf, bevor ihr ins Wasser geht. Guckt euch genau an, wo ihr ins Wasser geht, damit sowas euch nicht passiert. Weil das kann wirklich ganz, ganz schlimme Folgen haben. Wichtig ist auch immer, dass ihr, wenn ihr auf Reisen geht, eine entsprechende Reiseapotheke mit euch führt, damit ihr auf entsprechende Dinge reagieren könnt. Weil nicht immer findet ihr direkt vor Ort dann etwas, wo ihr entsprechende Mittel bekommen könnt. So, das auch. So, wenn euch das Ganze aber gefallen hat, und ich fand es wieder sehr schön, mich so wunderbar aufregen zu können darüber, vor allen Dingen über die Beschränktheit des Wissens der Amtsstubenhocker, dann würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Das Ganze hier abonniert habe ich schon bei den Kollegen und ein Like bekommen sie jetzt von mir auch oben drauf. Und wie gesagt, bei mir ist dasselbe, das habt ihr da unten. Und ein Stückchen tiefer habt ihr die Videobeschreibung. Da steht dann, wie ihr zu diesem Video kommt, bei den Kollegen von Extra 3. Da könnt ihr dann auch ein Like und ein Abo dalassen. Die freuen sich darüber auch. Und wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wie Anregungen, Kritik, Vorschläge, was man reacten könnte, oder vielleicht sonst irgendwas habt, was ihr gerne mal loswerden wollt, dann ab damit unten in die Kommentare. Ich reagiere drauf, garantiert. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, eure Josie.